Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich mache euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Entdeckungen gemacht, haben wir gegen Minibosse gekämpft, haben wir neue Quests begonnen, die wir noch nicht weitermachen können. Und ich habe mich wieder hier hingeportet zu den Häftlingstauschsumpf. Und als ich mir die Karte mal angeguckt habe, habe ich gesehen, das war noch ein Fragezeichen. Und ja, da könnte vielleicht der Wald sein, wo wir den Priester finden können. Also ja, könnte ich ja mal vielleicht dahin gehen. Nehme an, das ist vielleicht richtig. Weil sonst wüsste ich nicht. Ja. Offscreen habe ich wieder nichts gemacht. Ich werde da irgendwie immer fauler, habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, hier jetzt irgendwie. Weil ich habe ja immer nur gelevelt, damit wir irgendwie näher daran kommen, Fähigkeiten zu lernen und Techniken. Aber davon sind jetzt auch nicht mehr viele übrig, deswegen. Ich bin ja falsch. Und deswegen war ich auch nicht weiter trainieren eigentlich. Weil von der Stärke her kam jetzt noch nicht irgendwie so ein Gegner, dem wir gar keine Chance hatten. Kommt alles so mit der Zeit. Vor allem, wenn wir die Boss erlegen, kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. Und ja, ich müsste eigentlich mal wieder einen ganzen Haufen hier aufnehmen, damit ich es leisten könnte zu trainieren. Aber ich nehme jetzt irgendwie eben, weiß ich nicht, in letzter Zeit nur noch so 3-4 Parts mal pro Tag auf, pro Aufnahme. Und ist da auch noch ein Ort? Ne, da oben auch so. Und ja, da ich, weiß ich nicht, wenn ich alle Parts gerendert habe und hochgeladen habe, ich irgendwie nur 1-2 Tage Zeit und ja, bisschen zu wenig, deswegen tun wir mal nicht hier speichern, meine Güte. Brauche ich doch nicht. So, hier müsste jetzt dieser Richtwald irgendwie sowas sein, ne? Richtbarkwall. War sogar gar nicht mal so falsch. So. Was haben wir hier? Wie stark seid ihr? Zyklops. 58 ist doch gar nicht so schwer. Macht denn dir so einen Stress? Ich begreif's nicht. Oh Mann. Uff. Ich habe übrigens ein paar neue Klamotten und so gekauft, die jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht in den Kämpfen einen Unterschied machen. Ich habe ein bisschen Verteidigung von meinen Fernkämpfern entfernt, meine Angriffskraft so umgewandelt oder Art Angriffskraft von Mikleo und Layla zum Beispiel, weil die haben irgendwie 500 Verteidigung und so, was die eigentlich gar nicht brauchen. Aber wahrscheinlich frecken sie jetzt auch viel schneller, ne? Der Typ, der greift uns. Was hat er und hat uns kaputt? Was war das denn jetzt? Ja, du warst das. Kannst ja nur du gewesen sein, einer von euch. Oh, ja. Ah. Ja, ich kämpfe nicht nochmal. Ich habe Gefühl. Oh Mann. Mikleo war gerade eine Heilungsart am Wirken. Was? Ohrringe. Okay. Oh Gott. Ich verdammt nochmal 55. Okay. Schwäche. Feuer. Ich kann noch nicht mal gucken, was meine Topaz-Ohrringe hier machen. Rangos mal 2. Okay. Ja, aber dann vielleicht ein SA. Ist auch doof. Glaube ich selten die Dinger. Jawohl. Ich finde die Flügel stehen neben. Das ist doch das, was zählt, oder?
Weil er hat gar keine Erklärung abgegeben zu diesen Werwölfen. Also scheinen wir die auch schon mal bekämpft zu haben. So, ich muss da Gesundheitswiederherstellung machen. Und Savet hat, glaube ich, fast Level 35 erreicht mit dem Snack-Zubereitungs-Skill. Das heißt, wir können irgendwann auch mal was Neues bei dem einschalten. Wahrscheinlich Aktionspunktsuche. Oder Windschreiter, obwohl brauche ich eigentlich nicht so. Das ist nur nützlich, wenn ich irgendwie von Anna B laufen will. Und oh, nee. War mal nützlich im Feuerschrein. Also ich bin Schreiter mal anhatte. Konnte mich diese Wölfe nicht erwischen. Boah, ist echt Tothose. Boah, geh weg. Ma. Okay. Ich benutzt irgendwie nie seine Mystik Art von alleine, deswegen habe ich den hier gemacht. Ja, und deswegen. Noch alle auf einmal bitte. Ich glaube, ich treffe noch einen. Oder auch nicht. Topaz-Stab haben wir, glaube ich. Boah. Kommst denn du schon wieder? Hier habe ich keine Lust. Die habe ich keine Lust, die sind wieder voll nervig. Ja, das ist auch schon mal besser. Nicht gut, aber besser. Wir können jetzt alle Truhen öffnen, darauf freue ich mich schon. Wenn jetzt in allen irgendwie so 10.000 Gold oder so wäre, wäre natürlich perfekt. Also meine Geldsorgen verschwinden. Das ist eine Sackgasse, gehen wir da hin. Und ich habe 37 Normans, habe ich gezählt. Also fehlen uns noch 13. Wenn es 50 gibt, so wie es Fähigkeiten gibt, und sind dann nach den Fähigkeiten benannt, also nehme ich mal an. Nur halt normale Truhen. Boah. Ja, scheiß Landes habe ich auch ein bisschen hochgeballert von dieser Region. Also der Objektverlustrate habe ich da reingenommen. Also Standardsachen nur habe ich auf Screen gemacht. Ehrlich gesagt 15 Minuten vor der Aufnahme. Also es hat jetzt nicht Arbeit gewesen. Und nee, da der Wolf hat mich gesehen, der Werwolf. Aber ich gehe jetzt hier weiter. Du kannst nichts dagegen tun, ja. So bin ich. Und jetzt sind wir hier. Hier warte, irgendwo noch ein Boss. Oder ja, der Priester ist wieder, ist klar, aber man bestimmt noch irgendwo ein Boss. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, bevor erwähnter Boss vorkommt. Sieht aus wie eine Entdeckung hier. Ha. Ranken um den verlorenen Baum. Da renne ich doch eiskalt weg. Der Baum und das Efeu. Der Baum und das Efeu.光が遮られて木は枯れてしまった。よくあることでしょう、こんなの。だから悲しいんです。あ、もしかしてこれに天族と同士の関係を見ちゃってるわけ。あ、どれだけナイーブなのよ。分かってはいるのですが、困るはね、主審がそんなことじゃ。そうですよね。スレイが枯れたら、あなたのせいかも。はい。逆に見習ったら？ 枯れるまでツタを支えた木をどう知って花を咲かせたいなら、はい。え？励ましてんだよ、エドナちゃんは。解説はいらないわ。
Okay. Ihr tut alle so, als wäre Edna herzlos. Nee, nee. Ja, du komm mal her. Jetzt verpiss dich. Verpiss dich. Gut. Ja, Spielmechaniken zu seinem Vorteil ausnutzen, so was mag ich. Also, da hätte man sich doch noch durchquetschen können an der Seite. Aber okay, durch eben wehrlosen Stein zerstören. Na, wo ist denn der Priester? Schokopudding. Traumgummi. Ich habe glaube ich alle voll gehalten, ne? Ja. Oh Gott. Zack. Ach, ich muss den Gang da freischalten wahrscheinlich, ne? Okay, zeig mal, Zavet. 34 noch ein oder zwei Sachen herstellen oder 35. Was ich mal denke, ist auch sein Maximum. Es war eine komische Zahl, 35, aber okay. Nehme ich. Das ist ein Speicherpunkt. Das ist eine Goldruhe. Oh, was da wohl drin ist. Panzerring, okay. Wenigstens mal eine Sache, die ich noch nicht hatte. A Verteidigung und A Angriff. Ja, würde ich sagen, oder? A Verteidigung. A Angriff. A Verteidigung und Verteidigung. Oder so. Ja, jetzt geht ihre Verteidigung natürlich runter, aber. Sie ist eine Fernkämpferin, Magierin, deswegen wird sie sowieso nicht in so viel Nahkämpfe verwickelt. Oder jedenfalls will ich das verhindern. Und das Viech war direkt hinter mir. Also muss ich jetzt direkt rennen. Wenn wir hier fertig sind, dann können wir, glaube ich, mit der Story weitermachen, ne? Weil Schmelztiegel kann man noch ein bisschen. Boah. Von uns wegschieben. Und jetzt kann ich mich wieder heilen, danke. Was noch? Mörder Kinder haben wir noch und da ist was Riesiges. Ich will doch nur den Priester suchen. Und eine Goldruhe. Afro-Frisur. Oh. Man kann sogar solche Sachen finden da drinne. Ah. Muss ich noch mal gucken. Wo ist es? Na. Mal Teufel und Engelsflügel. Ich beides mal machen, ne? Ja. Afro Man. Ja, perfekt. Hat da niemand mehr die Teufelsflügel, ne? Doch sie hat die Teufelsflügel. Nein. Leid, keine Duplikate hier. Okay, da wartet unser nächster Gegner. Der sieht groß und langsam aus. Ihr wisst, wie meine Strategie dann ausfällt bei solchen Gegnern. Mikeleo. Wir haben keine SA. Ah. Okay. Sollte ich vielleicht mal einige Goldruhen hier onscreen einsammeln. Wenn in allen irgendwie so was drin ist. Was Wichtiges, was Gutes, was Schönes, was zum Naschen. So, ja. Guck mal her, ich habe zwar wieder ein paar Sachen hier an den Opa gespendet.
Was soll's? Immer wollte ich noch machen. Ach so, ja. Macht zwar jetzt keinen Unterschied mehr, aber na komm mal her. Titan 71 und er hat keine Schwäche gegen Wasser. Widerstand gegen Wasser. Das ist selbst erklärt riesig. So. Ich habe so das Gefühl, der wird einfach. Ja klar, der macht natürlich riesigen Schaden, aber ich kann den Schirm vom Weiten hier abknallen. Boah, was war das denn? Aber das sind noch nur Wasser. Das heißt, die anderen sind eigentlich vollkommen verschwendet. Ich wollte gerade zu Edna wechseln und du verbindest dich dann auch noch. War so klar, ey. Ja, dich zu verfehlen ist ja. Ah, immer wenn ich. Ja, wenn er gerade betäubt ist, mache ich gerade meinen letzten Angriff. Ey! Ich wollte nicht, dass ihr euch trennt, Mann. Er könnte uns hier zum Verhängnis werden, weil ihr so einen Blödsinn macht. Obwohl der Gegner tut auch gar nichts irgendwie abziehen, habe ich das Gefühl. Ja, der macht irgendwie gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Lass mal hier beschreiben und gucken. Er ist riesig. Ich glaube nicht, dass er es etwas bringt, ihn abzuwehren. Weiche seinen Angriff lieber aus. Irgendwie zieht er aber nicht viel ab. Guckt euch mal an, wie wenig Angriffskraft er hat. Der Behemoth hier in der Wiese des Triumphes, der hat mehr Angriffskraft. Bin ich noch auf schwer. Macht mir jetzt schon wieder Angst, so. Ich will auch keinen Gegner hier auf leicht oder normal erledigen. Hallo, muss alles auf schwer erledigt werden. Ist dieses Let's Play eine Lüge? So, komm her. Wer du feigst hier noch im allerletzten Moment. War ja noch schöner. Sehr gut. Schlecht. Und sehr gut. Tiefschlag. Nicht wirklich. Oh, was für ein Zufall, also ja. いいの?それくらい? Jetzt findest du abspalten. So. 3200. Okay. Dann zeig mal. Grüner Irrestein. Sia. Dem General wird schließlich bewusst, dass er all seine Menschlichkeit verloren hat. Mit einem lauten Schrei wird Helldive der Herrscher des Unheils geboren. Ja, sag ich doch. Er war das. Sieht auch so ein bisschen aus wie er.
サイカの剣士は生まれた瞬間あいつも人間だったんだよね今更だけどはい冷徹ではあっても当たり前に家族を愛するそんな人間がサイカの剣士になるのか家族を失ったからなんかのせいっていうより自分の意志でもっていうそうね俺たちが理解できることじゃないのかもしれない Jetzt werden wir ihn fragen. Ja. Hier haben wir alles erledigt, ne? So, jetzt haben wir nicht mehr viel zu erledigen. Ja, alles mit Ausrufezeichen, nehme ich mal an, können wir noch nicht vorantreiben. Also meine mein Vorschlag wäre jetzt, versuchen noch einige Minibosse. Der einzige Miniboss, der mir jetzt im Moment einfällt, ich hätte zurück zu den Einspeicherungen gehen sollen. Die laufen ja nur Zyklops herum mit S, ja. Und der einzige Miniboss, der mir jetzt einfällt, ist der in der Windprüfung. Hey, was? Ist auch noch was? Komm ich da hin? Da hin, okay. Nicht in der Windprüfung, in der Wasserprüfung meine ich. Die Windprüfung ist ja gar nicht so lange her, deswegen schaffen wir die bestimmt nicht. Und der kriegt mich ja. Ha! Ich war weg, bevor du mich getroffen hast, Bulla. Okay, oh, Kräuter. Ja, ich benutze mal ein paar gleich. So, wer das lohnt sich nicht hier. So eine Abkürzung. Matronen, sehr gut. Klebriges Zeug und 5500 Gold. Ja, sehr gut. Jetzt auch mal ein paar Speere und Schleifen gekauft, die Alicia irgendwann ausrüsten könnte, wenn sie sich mal irgendwann anschließen würde. Also ja, wenn sie es macht, dann habe ich auf jeden Fall schon mal neue Ausrüstung. Also sie kommt mit neuer, falls sie überhaupt kommt, ich weiß es ja nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Und hier kommt irgendwas. あえても見くりょうの考えは聞いてもらえなかっただろうし、僕は別に。でも俺の知ってることは俺たちが探検して考えたことじゃないか。見解は同じじゃないけどな。結構な。こら、オタモタするな。遺跡オタクども。どうせ。あれは自分のためじゃなく、分かってるよ。おかげで冷静になれた。え、だ、irgendwie regt mich irgendwie so oft, die anderen auf die beiden herumhackt. Nur weil die ein Hobby haben. Dann stehen die halt auf Ruinen. Lass die doch. Die Erdgeschichtssteine sind vollzählig, was? Okay, wir haben alle Erdgeschichtssteine? Wusste ich nicht. どうしたの？同情しちまったのかい？同情なのか？わかんない。もう厳しすぎるぞ、ライダー。知らないままの方が揺らがないってのに。ごめんなさい。だが実際どうするのが正しいのか難しい問題だよ。ライラは正解を出せって言ってるかい？え？ザビーダさん？あちゃ。怒られちゃった。でどうするの？ここで話し込んでてもしょうがないと思うけど。 メイビンのところに戻ろう。だね。おじさんももう考えまとまったかもしれないし。あ、die war jetzt hinter Heldalf Rückkehr。なんとなく分かった。ヘルダルフには俺の前にどうしだった人の何かが。ライラ。Ich wusste es。ライラが直接話さずに語り手として協力を求めたわけだから。So was voraussehe。
そうやって使うものじゃないだろう。乙女心のわからんやつね。で、ツンツンすんなっての。は、これがツンデレ。あ、いって、結構本気。ザビーダ、サンキュー。和ませようとしてくれね。これでもいいぜ。調子乗りすぎ。ぐわぁ。Ah, dorthin, wo Mavin wartet. Wird wohl nichts mit dem Boss, hab ich so Gefühl. Okay. 26 Minuten, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in Wasserschrein vielleicht, wo wir versuchen, den optionalen Boss zu plätten noch. Und dann begeben wir uns nach Lohgrin zu Maven. Ist das eine Idee? Ja, ne? Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.